Ihr habt Informationen über die vermissten Kunari? Ich soll euch helfen, in der Tat. Vicomte Dumas bittet in dieser Sache um Diskretion. Ich würde es vorziehen, wenn ihr gar nichts damit zu tun hättet. Aber das ist ohne Belang. Hat schon jemand den Kunari Bericht erstattet? Beim Erbauer nein. Das wäre das Todesurteil für den Boten. Er wird es noch früh genug erfahren. Und für den Fall befürchtet der Vicomte zu Recht, dass sich der vermeintliche Frieden in Luft auflöst. Ich brauche eure Meinung nicht. Sagt einfach, was ihr wisst. Der Gesandte und sein Gefolge können nur entführt worden sein, wenn die Stadtwache davon Kenntnis hatte. Es ist sicher kein Zufall, dass einige neue Rekruten nicht zum Dienst angetreten sind. Dort solltet ihr ansetzen. Allerdings ist mir nicht klar, wo man einen Schwertkämpfer suchen soll, der so freimütig Ehre um Pflicht verkauft. Im gehängten Mann. Gehängter Mann. Das weiß ja sogar ich. Stimmt, dann wisst ihr ja, wo ihr suchen müsst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand etwas bemerkt hat. Jede Kette hat ein schwaches Glied. Bewahrt bitte Stillschweigen. Der Vicomte steht schon genug. Seid bitte ruhig, Sirrah. Der Vicomte darf nicht gestört werden. Viel Glück beim Reinkommen. Ich warte schon den ganzen Tag. Hawk. Ihr müsst mir einen Gefallen tun, den ich nur euch überantworten kann. Ihr könnt jederzeit fragen. Es sollte kein Problem sein, aber ich sorge mich dennoch. Ihr müsst Gaddis Donnick etwas übergeben, hier in der Kaserne. Keine Fragen, und er darf nicht wissen, dass es von mir kommt. Donnick? Den wir bei einem Hinterhalt gerettet haben? Bei dem Vorfall, der mich hierher gebracht hat. Aber das ist eine andere Sache zwischen Wache und Hauptmann. Und das mit keine Fragen scheint euch auch entgangen zu sein. Ihr braucht mich für etwas derart Einfaches? Ich beschütze viele Leute. Bürger, die nicht zu den Männern und Frauen unter meinem Kommando gehören. Aber wen kenne ich außer euch denn wirklich? Ich brauche für diese Sache einen Freund. Und diese Liste ist kurz. Es muss wichtig sein, wenn ihr euch dabei so viel Mühe macht. Das geht euch nichts an. Das war sehr scharf, selbst für euch. Ich bedauere die Sache jetzt schon und ich werde sie nicht schlimmer machen, indem ich unnötige Fakten preisgebe. Ihr könnt annehmen oder nicht, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Also gut, Evelyn, wenn es euch so viel bedeutet. Danke. Und meldet mir bitte möglichst schnell seine Reaktion. Ich weiß das zu schätzen, Hawk. Wirklich. Gaddis Donnick. Sirrah Hawk, es ist ziemlich lange her. Ihr seid jetzt hier in der Oberstadt, nicht wahr? Ich glaube, der Hauptmann hat so etwas erwähnt. Ich sehe euch und euren Onkel von Zeit zu Zeit, wenn ich auf Patrouille bin, aber da unterhalten wir uns nicht. Ich nehme an, ihr habt euch von dem Hinterhalt vollständig erholt. Die haben mir ganz schön zugesetzt, das muss ich zugeben. Aber sie hat es noch schlimmer erwischt, ich kann mich also nicht beklagen. Wenn man vorsichtig ist, hat man bei der Stadtwache ein gutes Leben. Wenn nicht, ist es vor allem ziemlich kurz. Aber der Hauptmann sorgt schon dafür, dass wir vorsichtig sind. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass ihr euch hierüber freuen werdet. Tatsächlich. Das ist ein Kupferstich von Ringelblumen? Und zum Glück steht es da ja auch. Ringelblumen. Ja, sehr hübsch. Hat es irgendeine besondere Bedeutung, von der ich wissen sollte? Behaltet es einfach. Ich bin mir sicher, es steckt mehr dahinter, als es den Anschein hat. Das hoffe ich doch. Nun gut, ich bin mir sicher, wir beide haben noch einiges mehr oder weniger Wichtiges zu tun. Sirrah Hawk? Das war irgendwie unangenehm. Was hat sich Evelyn nur dabei gedacht? Ihr seid zurück. Natürlich seid ihr das.
Ihr seid tüchtig. Ihr erledigt Aufgaben. So oder so. Und wie hat Donnick reagiert? Wie man es bei völliger Verwirrung erwarten möchte? Ich dachte, alles wäre klar. Metall ist stark. Kupfer altert gut. Blumen sind weich. Ich habe das Ganze augenscheinlich falsch angefangen. Sprecht nicht mehr mit ihm. Nehmt das einfach. Die Patrouillen für nächste Woche. Bringt sie an und hört zu. Also gut. Ich werde die Dienstpläne anbringen. Ich muss genau wissen, wie er darauf reagiert. Das ist entscheidend. Danke. Sie täte besser daran, den Mann einfach alleine in ein Zimmer zu bestellen. Das Leben ist zu kurz. Hey, Donnick, wessen Furche habt ihr geschmiert, um die Oberstadt zu bekommen? Was? Redet keinen Unsinn. Ich arbeite an den Docks an dieser Schmugglersache. Ach, und warum bewacht ihr dann den Platz hier? Einen ruhigeren Posten kann man doch gar nicht bekommen. Seid ihr vielleicht irgendjemandes Herzchen? Mach die Augen auf, da ist nur ein Fehler passiert. Sag das Herzchen. Schön wohl ein Scherz sein. Damit habe ich es nur verdient, diesen Posten zu bekommen. Glaubt Donnick, ich bestrafe ihn? Aber die Oberstadt ist eine sichere Patrouille. Eine Belohnung. Ihr wolltet seine Reaktion. Also gut, ich kriege das wieder hin. Ich brauche 3 Ziegen und eine Weizengarbe. Die bringt ihr zu seiner Mutter. Das ist ein Aussteuerbrauch. Vielleicht erleichtert er das Vorgehen. Eine Aussteuer? Dann geht es also gar nicht um Anschuldigung? Nein, geht es nicht. Sie wirbt um den Mann mit so viel Angst, wie man sie sonst nur vor Drachen hat. Evelyn, ihr wisst, ihr könnt mit mir reden. Was soll ich sagen? Dass eine erwachsene Frau ihre Wünsche nicht aussprechen kann? Ich war so lange nur noch Hauptmann, dass ich nichts anderes mehr kenne. Das alles kann doch kein Geheimnis sein. Ihr wart doch schon mal verheiratet, oder? Das war vor langer Zeit. Alles war einfacher. Oder schien es zumindest zu sein. Ihr wart also allein, seit wir nach Kirkwall gekommen sind? Ich bin pflichtbewusst, was meine Männer angeht. Und habe dabei viele andere Dinge vernachlässigt. Ich kann ihn sofort hier reinschleifen, ihr müsst es nur sagen. Wie würde das denn aussehen? Der Hauptmann befiehlt einem Gardisten, sie zu... Das wäre keine Hilfe. Soll er doch entscheiden, ob ihn das stört. Was? Einfach irgendwohin rausgehen? Als wäre das so einfach. Was? Zu simpel für euch? Sagt Donnick, er soll in den gehängten Mann kommen. Erwähnt mich dabei nicht, findet einen Vorwand. Eine Überraschung. Mit euch, mit einer Gruppe, ganz egal. Aber bringt ihn hin. Er ist nicht wie die anderen. Er soll nicht denken, dass er sich mit dem Hauptmann trifft. Hättet ihr kurz Zeit, Sir Radonic? Ich muss euch etwas fragen. Derzeit stehen keine Patrouillen an. Warum? Im gehängten Mann gibt es einen Abend für die gesamte Stadtwache. Ihr kommt doch auch, oder? Natürlich kommt ihr. Davon wusste ich gar nichts. Aber gut, Sarah Hawk. Ich schätze, ich werde wohl dort sein. Es ist kein gutes Zeichen, so etwas als Letzter zu erfahren. Guten Tag, Sarah. Wie lange muss ich denn noch warten? Es sollten doch eigentlich noch mehr kommen, oder? Die Pläne haben sich offenbar geändert. Natürlich. Also dann, ich sollte mich wirklich... Jetzt, wartet doch mal.
Runde? Oh ja, beim Erbauer. Nicht wahr? Hört zu, wenn das alles nur ein Versuch war, um durch den Hauptmann näher an mich heranzukommen, muss ich euch enttäuschen. Ihr seid einfach nicht mein Typ. Ich kann mit diesem ganzen schüchternen Getue nichts anfangen. Ich mag Frauen mit Rückgrat. Ich muss gehen. Danke für die Getränke. Ich konnte einfach nicht. Was hat er gesagt? Er denkt, ich wäre an ihm interessiert. Ich bin so eine Närrin. Wenn das wahr wäre, hättet ihr euch von Anfang an versteckt. Schlimmer hätte es auch dann nicht kommen können. Ich muss mit ihm reden. Aber ich bin einfach erbärmlich, wenn ich nicht gerade auf Patrouille bin. Darin bin ich gut. Nur leider bietet das Töten von Wegelagerern keinen besonders intimen Rahmen. Und ich bin es leid, mich zu blamieren. Das wird schon, da bin ich mir sicher. Aber ich kann nicht kämpfen und gleichzeitig reden. Ich kümmere mich um die Sicherheit auf den Straßen und ihr findet heraus, ob er der Richtige ist. Ihr könnt das wirklich gut. Kein Wunder, dass schon fast die ganze Oberstadt von euch überzeugt ist. Ihr räumt den Weg die verwundete Küste entlang frei und ich überlege mir, was ich sagen könnte.